Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute ganz herzlich für das Seelenpartner-Reading für den Monat Januar und zwar für die Einlasser bzw. Gefühlsklärer. Ja, es ist jetzt 5 Uhr morgens und ich habe die Energie der Rauhnächte genutzt, weil ich immer in den frühen Morgenstunden eine sehr gute Anbindung habe und habe mir gedacht, ich mache diese Seelenpartner-Readings jetzt mal ganz früh, also ich habe um 4 Uhr begonnen. Und ich bin auch wirklich baff, wie viel gewaltige Karten fallen wollten. Wer meine Readings kennt und wer die Readings jetzt auch für die Seelenpartnerschaften vom Dezember gesehen hat, wird feststellen, dass es fast eine, ja, wie soll ich sagen, eine Folge des Readings für den Monat Dezember ist. Ja, ganz wichtig wieder natürlich, möchte ich vorher darauf hinweisen, bei den allgemeinen Legungen kann es sein, dass diese Energie jetzt mit dir bzw. deinem Gegenüber tatsächlich stimmig ist. Ja, es kann aber natürlich auch sein, ihr seht, wie viele Menschen diese Videos schauen, dass es diesmal auf dich und dein Gegenüber nicht zutrifft. Ja, aber wenn du da einfach zuguckst, dann spürst du ganz genau, ja, hör da wirklich auch auf deine Intuition, ob diese Botschaften mit dir in Resonanz gehen, ja, ob du fühlst, dass die etwas in dir zum Schwingen bringen, dann darfst du auch davon ausgehen, dass diese Legung wichtige Informationen für dich bereithält. Bei dem Teil für die Einlasser bzw. Gefühlsklärer spreche ich in der dritten Person. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ganz wenige Einlasser sehen die Videos auch, ja. Aber der Großteil, also ich würde fast sagen 99%, schaut ja quasi der Loslasser dieses Video. Und dann ist es einfach so ein bisschen vom Fluss her besser, wenn ich dann in der dritten Person spreche. Dann kann man sich es einfach noch besser vorstellen, was vorgeht eventuell im Gegenüber. Ja, für all diejenigen, die heute zum ersten Mal bei mir zuschauen, ich begrüße euch herzlich auf meinem Kanal. Ja, ich möchte ganz kurz erklären, wie diese Legung zustande kommt. Es sieht jetzt auf den ersten Blick etwas verwirrend aus, aber die Legeform ist angelehnt an das keltische Kreuz. Bisschen abgewandelt habe ich es. Und die Karten fallen so auf die Positionen, indem ich das gesamte Deck mische. Ich konzentriere mich während des Mischens immer auf eine Position und warte dann, bis die jeweiligen Karten oder eine Karte herausspringt. In dem Fall wollten es an einigen Stellen 2 Karten sein. Die lege ich dann auch beide auf. Und wenn dann alle Karten liegen auf den jeweiligen Positionen, mache ich eine Meditation über der Legung und bitte um zusätzliche Impulse für die Deutung und versuche ich das jetzt in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Ja, dann möchte ich jetzt auch gleich loslegen. Meine Lieben, ihr seht für den Einlasser oder die Einlasserin, ja, seht ihr hier in der Hauptenergie die Königin der Münzen. Das war die allererste Karte, die aus dem Deck springen wollte. Eine Energie, die quasi so ein bisschen wie die Überschrift jetzt über dem Monat Januar steht. Was sagt uns die Königin der Münzen an dieser Stelle? Wenn deine Einlasserin jetzt tatsächlich eine Frau ist, bedeutet das, dass sie immer mehr in ihr Selbstwertgefühl gelangt, ja? Dass sie immer mehr sich ihres Wertes bewusst wird und auch eine sehr geerdete Energie ausstrahlt. Ja, also allmählich kommt so immer mehr ins Bewusstsein, was will ich wirklich, ja, was möchte ich auch nicht mehr. Wenn du jetzt aber für einen Mann guckst, ja, oder wie gesagt, du selbst ein Mann als Einlasser bist, der hier zuschaut, bedeutet diese Karte, dass du in dem Fall in deinem Gegenüber, also das heißt der Einlasser in euch, ja, wenn ihr jetzt guckt für ihn, einen Menschen sieht, auf den er sich verlassen kann. Und das hat sehr viel mit der derzeitigen Energie der Herzöffnung zu tun. Wer meine Facebook-Seite kennt und meine Energie-Updates auch verfolgt, ja, der hat mitbekommen, dass gerade jetzt vor Weihnachten diese unglaubliche Energie der Herzöffnung herrschte. Und viele von euch haben tatsächlich Groll und ja auch Wut und Enttäuschung, die vielleicht noch aus dem
vergangenen Jahr auf ihren Einlasser da war, loslassen können und konnten ihr Herz öffnen für diese Dankbarkeit, die sie auch empfinden, für, ja, ich sag mal, für dieses immer wieder auf den richtigen Weg bringen. Ich habe das auf Facebook so erklärt und ich möchte es jetzt hier auf YouTube auch nochmal für all diejenigen, die jetzt nicht bei Facebook sind. Wenn es dir gelingt, deinen Einlasser nicht als Person zu betrachten, ja, der dir immer wieder vielleicht Verletzungen und Zurückweisung zufügt, sondern wenn es dir gelingt, ihn als Seele zu betrachten, die sich vor dieser Inkarnation mit deiner Seele dazu verabredet hat, euch in diesem Leben zu treffen, um euch gegenseitig bestimmte Dinge aufzuzeigen und euch gegenseitig in eure Lernaufgaben, in eure Kraft zu führen, dann fällt es viel leichter, liebevolle Gefühle für den anderen zuzulassen, obwohl derjenige nicht im Leben vielleicht aktuell ist oder obwohl der andere sich vielleicht im Moment gegen Kontakt sträubt. Ja? Und der Einlasser scheint jetzt hier tatsächlich beeindruckt zu sein von diesen geerdeten, wärmenden Gefühlen, die von euch energetisch übertragen werden. Und genau diese Energie scheint ihm tatsächlich zu helfen, immer mehr auf den Weg seines Herzens zu gelangen. Ja? Hier wollte als zweite Karte, und im keltischen Kreuz ist an der ersten Position eine zweite Karte immer relevant zur Klärung der ersten, wollte der Page der Stäbe fallen. Und das ist eine Karte, die tatsächlich dafür steht, dass Herausforderungen angenommen werden, dass man sich mutig, ja, auf einen Weg machen möchte. Und ich nehme hier einfach zu dieser Gesamtenergie sehr stark wahr, dass diese, ja, mir kommt hier bei der Karte immer wieder das Wort Wärme, die von dir vielleicht in Richtung deines Einlassers gesendet wird, aktuell sein oder ihr Herz erweicht, ja, aufschließt. Das bestätigt nachher auch noch das gesamte Reading. Also eine wunderschöne Energie eigentlich. Du spielst also eine große Rolle. Und auch wenn du jetzt keinen Kontakt zu deinem Gegenüber hast, ja, ihr wisst, in den Seelenpartnerschaften ganz gleich, ob das jetzt in einer Dualseelenverbindung, in einer Zwillingsseelenverbindung oder auch bei den karmischen Seelenpartnern ist, seid ihr energetisch verbunden und dein Gegenüber spürt, in welcher Energie du an ihn denkst. Und hier scheint ganz klar diese wohltuende, wärmende Energie anzukommen, die sein Herz aufschließt. Ja, also so kann ich das hier spüren. Und sehr interessant sind hier die fünf Stäbe an der Position, aus welcher Energie dein Einlasser jetzt kommt, aus den vergangenen Tagen. Also das könnte man so ein bisschen jetzt um die Weihnachtsfeiertage rum vielleicht sehen. Hier fallen die fünf Stäbe und die stehen natürlich in erster Linie für Konflikt. Die Karte sagt mir an dieser Stelle eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, gerade an den Feiertagen, ja, wenn dein Gegenüber vielleicht noch in einer anderen Beziehung steckt, ja, oder gar in einer Familie, ist aber in Gedanken, ja, sehr viel bei dir, dann kann man davon ausgehen, dass, ja, die Feiertage wenig harmonisch verlaufen sind. Das ist ganz klar, ja, das kennst auch du von dir. Wenn du einfach an Tagen wie Weihnachten nicht mit dem Menschen zusammen sein kannst, den du dir eigentlich vielleicht gerne an deiner Seite wünschst, dann ist es vorprogrammiert, dass hier Konfliktpotenzial entsteht mit den anderen beteiligten Personen. Ja, da gibt es dann schnell Reibereien, Streitigkeiten, man ist genervt, ja, da kommt die Verwandtschaft, ja, man hat aber auf all das gar keine Lust. Also das ist jetzt hier mal die ich sag mal, praktische Deutung für diese Karte. Mir kam aber auch noch eine andere Energie bei der Karte in den Sinn, die ich euch gerne mitteilen möchte.
Es geht hier auch sehr stark um diesen inneren Konflikt der Einlasser, ja, die sie ja bereits aus dem Monat Dezember mitbringen, wer das Reading gesehen hat. Immer wieder dieses Abwägen, diese Sehnsucht, die immer größer wird, ja, unbefriedigende Situationen, in die sich der Einlasser vielleicht schon sehr, sehr lange begeben hat, ja, unbefriedigende Beziehungen, in denen er sich schon lange befindet, zu verlassen. Und gleichzeitig, und ich finde, es passt so schön zu den Stäben auf der Karte, habe ich hier als Stichwort aufgeschrieben, wird ihm immer wieder das Leben schwer gemacht. Ihm werden immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ja, es kommt immer wieder etwas von außen, was in ihm Konflikt erzeugt, ja, was ihm diese Entscheidung, die Situation zu verlassen, in der er sich jetzt noch befindet, einfach schwer macht. Und ich fühle hier viel Zerrissenheit, immer wieder abwägen, auch nach Lösungen suchen. Und hier tut ihm also diese geerdete und liebevolle Energie von dir sehr gut. Ich frage dann an der Position weiter, was ist denn jetzt deinem Gegenüber vielleicht nicht bewusst? Und hier wollten zwei Karten gleichzeitig fallen. Einmal eine wunderschöne Karte aus der großen Arkana, nämlich die Mäßigkeit. Und einmal die drei Stäbe. Die drei Stäbe stehen grundsätzlich für einen Neubeginn, für einen aussichtsreichen Neubeginn. Ja, dieser Mann steht hier ganz aufrecht, ganz voller Selbstvertrauen und schaut in die neue Richtung. Er weiß genau, dort am Horizont, ja, ist sein neues Leben. Und wir fragen hier, was dem Einlasser nicht bewusst ist. Und die Mäßigkeit sagt mir an der Stelle ganz klar, ihm ist nicht bewusst, ja, dass er göttliche Unterstützung erhält, sobald er losgeht. Das ist in unserem Leben ganz oft so. Vielleicht kennt ihr das, ja, man hadert mit einer Entscheidung, man überlegt hin und her, soll ich etwas tun, soll ich etwas nicht tun, ja. Sobald man wirklich eine klare Entscheidung getroffen hat, und das ist das Schwierigste an dem Prozess, schickt uns das Universum unglaublich viele Möglichkeiten, viele Hilfsmittel, viele Angebote, viele Chancen, um auf diesem Weg tatsächlich erfolgreich zu sein, wenn er der Weg unseres Herzens ist. Ja, und das ist ihm hier einfach noch nicht ganz bewusst. Deshalb immer wieder dieses Zögern, immer wieder diese inneren Kämpfe, die er ausficht, ja, weil ihm noch nicht ganz bewusst ist, dass durch dieses Warten und Warten und Warten, ja, auf die günstige Gelegenheit, auf einen besseren Zeitpunkt, vielleicht auch auf das Wunder von außen, ja, dass nichts geschieht, solange er wartet. Dass er hier in diesem Konflikt verharrt, solange er wartet. Und hier ist ihm noch nicht wirklich bewusst, dass er jede göttliche Unterstützung erfahren wird, die nur möglich ist, sobald er sich entschließt, tatsächlich loszugehen. Ja, also wunderschön hier diese Energie, weil ihr wisst, das, was in unserem Unterbewusstsein ist, drängt ja an die Oberfläche. Ja, die Seele ruft ja immer lauter. Und die Mäßigkeit zeigt ja auch hier diesen Schutzengel, der einfach göttlichen Schutz und Beistand in diesem ganzen Prozess prophezeit. Ja, dann frage ich, das ist ihm jetzt hier nicht bewusst, dann frage ich, was ist ihm denn bewusst? Ja, wie sieht er denn das Ganze jetzt im Monat Januar? Und da könnte schon fast keine bessere Karte fallen als der König der Kelche. Ja, eine wunderschöne Energie an dieser Stelle, denn sie zeigt ganz klar, dass er immer mehr ins Gefühl kommt. Ja, schaut mal, der Kelchkönig hier, ja, hat den gefüllten Kelch in der Hand und möchte ihn reichen. Und vielen Einlassern, und es bestätigen ja auch die Nachrichten, die ich von euch erhalte, ja, vielen Einlassern ist gerade diese Herzöffnung, die auch vom Gegenüber energetisch bei ihm ankommt, ja,
hat dazu geführt, dass auch die Einlasser vermehrt ihr Herz aufmachen, sich Gefühle zugestehen, die sie lange Zeit unterdrückt haben, ja, plötzlich ins Fühlen kommen und den Kopf mal ausschalten. Und so sieht er sich, ja. Also das ist eine wunderschöne Energie, weil die fällt nicht ins Unterbewusstsein, sondern die fällt jetzt ins Bewusstsein. Er sieht sich genauso. Als Mensch, der wahnsinnig viel Liebe zu geben hat, ja, der in seiner aktuellen Situation diese Liebe nicht erfährt oder zumindest nicht in der Art und Weise erfährt, wie er sich das wünschen würde. Er sieht, dass dieser Kelch hier bereit ist, jemandem gereicht zu werden, ja, der mit dieser Liebe umgehen kann, dem er sich anvertrauen kann, ja, dem er sein Herz schenken kann. Und der Kelchkönig ist ja auch sehr gut angebunden an seine Intuition. Ja, das war ja auch im Reading für den Monat Dezember Thema, dass einfach viele Einlasser sich auch der Spiritualität öffnen, ja, immer mehr auf Zeichen achten, die ihnen ins Leben geschickt werden. Und es passt hier wunderschön, diese Karte. Ja, und jetzt frage ich an der Stelle ja, was kommt von außen eventuell auf ihn zu? Ja, und hier fallen auch zwei sehr stimmige Karten schon zu dem Dezember-Reading. Es fällt der Ritter der Schwerter und die fünf Kelche, die sind beide gleichzeitig aus dem Deck gesprungen. Der Ritter der Schwerter von außen, ja, der verheißt nichts Gutes. Das ist einfach, und da möchte ich die Karte auch nochmal dazu nehmen, unglaublich viel Konfliktpotenzial in seiner Umgebung. Er hat es hier eventuell auch mit einem Menschen zu tun in seinem Leben. Das kann jetzt noch ein aktueller Partner, eine aktuelle Partnerin sein. Das können aber natürlich auch Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld sein, ja, Freunde, was immer auch hier für dich in Frage kommt, die in äußerst dominanter und ich möchte schon fast sagen aggressiver Art und Weise von außen auf ihn zukommen, sobald sie merken, dass er sich befreien möchte, dass er vielleicht sich in seinem Verhalten verändert, ja, was vielleicht auch jetzt noch eine bestehende Beziehung oder gar Familie betrifft. Hier kommt viel Konflikt auf ihn zu. Ja, und das ist ja die Aufgabe, das fordert die Einlasser ja so unglaublich heraus, dass sie einfach ihren Weg gehen müssen, weil auch sie an ihrer Selbstwertschätzung, an ihrem Selbstwertgefühl arbeiten müssen. Viele Einlasser übernehmen so viel Verantwortung, Verantwortung für die Familie, für die Kinder, für die Frau, finanzielle Verantwortung, berufliche Verantwortung. Aber wo ist die Verantwortung für ihr eigenes Glück? Ja. Und genau das wird ihm hier bewusst, denn hierfür fallen explizit die fünf Kelche zu dieser Karte. Ja. Hier an der Stelle wird im Monat Januar dem Einlasser nochmal ganz klar bewusst, ja, wenn er nicht dem Weg seines Herzens folgt, sondern sich immer wieder einschüchtern und begrenzen lässt, und ja nicht ausbricht aus seinem Leben, sich auch nicht traut, tatsächlich diesem Herzen zu folgen, sein Herz noch weiter zu öffnen, ja, den Weg der Liebe zu gehen, auch vielleicht, wenn dabei andere Menschen verletzt werden, wenn Dinge zurückgelassen werden, ja. Viele Einlasser, das sind Kopfmenschen, die fragen sich, Gott, was sagt das Umfeld, ja, wie reagiert denn mein Umfeld, wenn ich meine Familie verlasse? Und es macht ihn unglaublich traurig, weil er einfach mehr und mehr spürt, dass er dabei auf der Strecke bleibt. Ja. Ihm wird hier bewusst, was er aufgibt, wenn er den Weg des Herzens nicht wählt. Und es ist eigentlich eine heilsame Energie. Ich möchte jetzt nicht sagen für dich, ja, die du das Video vielleicht schaust, eine positive Energie, sondern wir sollten es so betrachten, dass der Einlasser hier ganz stark einfach in seine Aufgabe geschubst wird, ja, in die Aufgabe für sich einzustehen, für seine Bedürfnisse, für die Liebe zu sich selbst
Und das wird eben gerade jetzt in dieser Zeit sehr, sehr vielen Einlassern bewusst, dass es eben auch wichtig ist, was sie fühlen, was sie sich wünschen vom Leben. Ja, und dann muss ich sagen, hier oben, da war ich wirklich baff angesichts der unglaublich gewaltigen Karten, die fallen wollen. Schaut mal, was in seine Hoffnung fällt. Ja, ich frage hier nach den Hoffnungen und Ängsten. Und es fallen zwei Karten während des Missions. Die sprangen in hohem Bogen, beide aus dem Deck, und zwar die Sonne zusammen mit dem Wagen. Und mein erster Impuls war, seine Hoffnung ist, dass er hinkommt zu dieser strahlenden Zukunft, wieder hinkommt in diese Lebensfreude, in sein Glück, in die Unbeschwertheit. Und der Wagen dazu ist wundervoll, denn wenn jetzt nur die Sonne gefallen wäre, könnte man auch wieder sagen, ja gut, er träumt davon, ja, er flüchtet in Fantasien, ja, viele Einlasser, und da bin ich mir ganz sicher, ja, verzeiht mir, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen amüsant klingt, ja, aber man soll ja auch den Spaß nicht verlieren, ja, oder darf man den Spaß machen. Stellt euch bitte einfach die Situation unter dem Weihnachtsbaum vor, ja, wenn der Einlasser tatsächlich noch Familie hat vielleicht, ja, er sitzt da unter dem Weihnachtsbaum, um ihn rum die Verwandtschaft, ja, Berge von Geschenken, die Kinder hüpfen um den Weihnachtsbaum, und wo ist er denn in Gedanken, frage ich euch, wo denn? Hier, bei euch, bei seiner Einlasserin. Und wenn jetzt nur die Sonne gefallen wäre, ja, könnte man sagen, gut, er schwelgt hier einfach in Fantasien, lässt alles hier über sich ergehen und ist hier nur ja, in Fantasiegebilden, wie alles sein könnte. Aber, meine Lieben, der Wagen an der Stelle dazu, der spricht von Plänen machen, von tatsächlicher Umsetzung dessen, was man sich wünscht. Der Wagen steht auch ganz praktisch für räumliche Veränderungen. Vielleicht lebt dein Einlasser weit von dir entfernt, räumlich, ja, und er denkt hier daran, dich zu besuchen, dich zu sehen, vielleicht sogar, ja, mir kommt auch das Wort Umzug, ja, vielleicht geht es hier tatsächlich auch in einer Verbindung, in der ihr jetzt bereits Kontakt habt, ja, wirklich um letzte Entscheidungen von zu Hause auszuziehen, ja, also all solche Dinge, die mit, wie soll ich sagen, Willenskraft und Zielgerichtetheit zu tun haben, liegen hier in seiner Hoffnung, zusammen mit der Sonne. Weil er weiß, und ich habe ja vorhin gesagt, dieses Unbewusste drängt ins Bewusstsein. Und er weiß letztendlich, solange er hier stehen bleibt und nur guckt, wie schön könnte es da hinten am neuen Ufer sein, ändert sich nichts. Aber hier wird ihm ganz klar bewusst, und es liegt hier in der Hoffnung, dass er die Kraft finden muss, tatsächlich loszugehen. Und nicht minder gewaltig ist die Karte, die hier fallen wollte, an die Position. Ich frage ihr dann, wie entwickelt sich alles gegen Ende Januar? Wie sind die Energien dann schon im Hinblick Februar? Und da fällt nochmal gleich eine große Arcana-Karte, nämlich der Tod. Und der Tod an der Stelle sagt mir ganz klar, dass deinem Einlasser mehr und mehr bewusst wird, dass diese Phase seines Lebens, egal jetzt wie die aussieht, ja, wie sein aktuelles Leben momentan aussieht, er spürt mehr und mehr, dass die Phase, die er jetzt gerade durchlebt, zu Ende geht. Dass hier nichts mehr zu retten ist, dass hier nichts mehr besser wird, dass etwas wirklich abgeschlossen werden muss, weil etwas tot ist. Ich möchte so drastisch sagen, die Karte der Tod, ja, die wird ja oft so ein bisschen verharmlost von vielen Kollegen auch, ja, die dann so sagen, ja, keine Angst vorm Tod. Der Tod spricht immer nur, es kommt was zum Abschluss, damit was Neues beginnt. Das ist richtig, ja. Und es ist eine ganz legitime Interpretation der Karte. Ich möchte euch nur sensibilisieren dafür, dass der Tod auch beinhaltet, dass etwas gestorben ist. Das heißt, da ist etwas nicht mehr heil zu machen. An der Stelle
für die Energie gegen Ende des Monats oder dann in den Monat Februar, sagt mir die Karte ganz klar, dass der Einlasser spürt, etwas ist unwiderruflich vorbei. Und ich möchte es einfach so drastisch sagen, ihr kennt mich ja, oder wer mich kennt, weiß, ich sage immer 100% das, was ich empfange. Ich empfange, dass auch er oder sie Angst hat, in der Situation, in der er sich befindet, tatsächlich zugrunde zu gehen. Psychisch, körperlich, weil viele Einlasser sind tatsächlich mit ihrer Kraft am Ende. Gegen Gefühle anzukämpfen, mit Situationen noch zurechtzukommen, ja, die ihrer Seele unglaublich Schaden zufügen. Und hier erwacht dieses Bewusstsein, dass es so nicht weitergeht. Und jetzt schaut mal, welche Karte die geistige Welt dazu bringt. Ich frage hier immer als letztes nach dem Rat der geistigen Welt. Und sie bringt im Prinzip, ja, ich möchte die Karten zusammen euch zeigen. Sie bringt hier die 10 Schwerter, die nichts anderes symbolisieren als den Tod. Schachmatt. Der Mann am Boden mit den Schwertern im Rücken, ja, ist hinterrücks getötet worden. Und alles, was diese Karte zum Ausdruck bringt, ja, an Tragik, möchte ich jetzt mal sagen, empfindet der Einlasser. Ihm ist bewusst, dass wenn er hier in der Situation, ganz gleich, möchte ich immer wieder betonen, weil es schauen so viele Menschen jetzt zu, du weißt am besten, in welcher Situation sich dein Gegenüber befindet. Jedenfalls ist diese Situation für ihn quasi unerträglich geworden. Und die geistige Welt sagt hier ganz klar mit den 10 Schwertern, es musste dahin kommen. Ja? Es musste dahin kommen. Ich schreibe mir hier in der Meditation immer ein paar Stichpunkte auf. Ja? Für diese Karte kam als allererstes der Begriff oder der Satz, bringe diese kräftezehrende Situation, in der du lebst, jetzt zu Ende, denn nur dann erwartet dich der Neubeginn. Und ihr müsst die Karten hier mal alle 4 betrachten, wie sie hier liegen. Ja, wir haben die 10 Schwerter, wir haben die Sonne, den Wagen und den Tod. Also das heißt, dem Einlasser ist ja klar, dass er niemals dahin kommen wird, wo er sich gerne sehen würde, wo seine Seele ihn hindrängt, wenn er nicht den Entschluss fast abzuschließen mit der Situation, die ihm dieses Gefühl vermittelt, schachmatt zu sein, auszubrennen, wehrlos am Boden zu liegen und eigentlich nicht mehr ein noch auszuwissen. Ich erkläre oder versuche euch das so jetzt tatsächlich ein bisschen dramatisch rüberzubringen, weil für die Einlasser, für die diese Karten heute gefallen sind, meine Lieben, ist es so. Das muss nicht auf dein Gegenüber zutreffen, ja, aber diejenigen unter euch, die sich jetzt angesprochen fühlen, können dieses Reading tatsächlich für ein persönliches Reading nehmen. Hier fallen so gewaltige Karten und dieses Reading ist so eindeutig, ja, dass du wirklich davon ausgehen darfst, dass dein Einlasser aktuell sich genau so fühlt. Schachmatt, ausgeliefert und in dem Bewusstsein, dass er oder sie hier nicht bleiben kann. Deswegen möchte er weg. Weg aus dieser Situation. Und die geistige Welt sagt, begrüße Veränderungen. Ja, und da sind wir wieder hier. Die göttliche Führung unterstützt dich. Begrüße Veränderungen. Verharre nicht hier in Streit und Konflikt und Anfeindung. Geh los. Geh los. Geh dahin,
wo für dich die Sonne scheint, wo deine Seele Ruhe und Frieden findet. Also unglaublich stimmig, ja, meine Lieben, unglaublich stimmig. Und ich möchte euch natürlich noch zeigen, was als Gesamtenergie noch an der Unterseite des Decks lag, ja, und passender geht's nicht. Hier lag nochmal eine Karte aus der großen Arkana und der Herrscher an der Stelle sagt ja ganz klar, dass der Einlasser jetzt tatsächlich in die Energie kommt, Pläne zu machen, zielgerichtet vorzugehen, weil er die Herrschaft, ja, über sein Leben wieder zurückerhalten möchte. Und ein Herrscher kommt mit dem Ritter der Schwerter zurecht. Ganz gleich, welche Anfeindungen im Außen kommen, ja. Ganz gleich, ob hier vielleicht manipuliert wird, ja, bedroht wird, erpresst wird, ja. Der Herrscher an der Unterseite des Decks sagt mir eigentlich, dass der Einlasser mehr und mehr und für viele, ja, die mir dann immer schreiben, ja, Uli, das geht nicht schnell genug, ja, wann höre ich endlich was, wann kommt endlich. Bitte bedenkt, solche Seelenpartnerprozesse, die ziehen sich über Monate, über Jahre. Aber die Tendenz zieht sich jetzt seit den letzten, ich glaube, 3 Readings, ja, wirklich zieht sich durch, dahingehend, dass der Einlasser beginnt, die Herrschaft über sein Leben zurückzuerobern, weil ihm immer mehr bewusst wird, dass er hier einen Kelch zu reichen hat. Und diesen Kelch will er mit Sicherheit keinem Ritter der Schwerter reichen, ja, sondern diesen Kelch möchte er seinem Gegenüber, seiner Einlasserin, seiner Seinlasserin, seiner Loslasserin reichen. Ja, meine Lieben, wie gesagt, ein wundervolles, sehr stimmiges Reading. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir unter dem Video eure Kommentare schreibt, ja, ob es für euch stimmig war, ja, wie ihr dieses Reading empfunden habt für euch selbst. Ich bin natürlich jetzt gespannt, wie das Reading für euch, für die Loslasser ausfällt. Und ja, ich bedanke mich natürlich für eure Likes. Ich bedanke mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und natürlich auch, wenn ihr mich auf Facebook besucht. Für all diejenigen, die jetzt dann kein weiteres Video mehr anschauen, denen möchte ich natürlich einen guten Start jetzt ins neue Jahr wünschen und hoffe, dass ihr einfach wieder bei mir auf meinem Kanal vorbeischaut. Ja, und alle anderen werde ich sowieso im neuen Jahr natürlich sehr, sehr gerne weiter begleiten mit meinen Readings auf YouTube und meinen Beiträgen auf Facebook. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und sage alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Uli.